Wir in der AfD glauben, dass es für die finanzielle Stärkung der Bundeswehr keine Grundgesetzänderung braucht. Deshalb haben wir einen entsprechenden Änderungsantrag zum Bundeswehr-Sondervermögensgesetz eingebracht, der natürlich von der Altparteienmehrheit abgelehnt wurde. Liebe Freunde, heute haben wir im Bundestag über das 100-Milliarden-Paket für die Bundeswehr abgestimmt. Die Ampelkoalition hat ja zusammen mit der Union letzte Woche dazu eine Vereinbarung getroffen. Die Geschichte ist ziemlich kompliziert, da dieses dann sogenannte Bundeswehr-Sondervermögensgesetz so gemacht ist, dass es auf einer Grundgesetzänderung aufbaut, die eine Auskopplung des Sondervermögens aus dem Haushalt ermöglicht. Nach Vorstellung der Altparteien brauchen wir jedenfalls zwei Abstimmungen. Einmal über die Grundgesetzänderung an sich und einmal über das Gesetz selbst. Wir in der AfD glauben, dass es für die finanzielle Stärkung der Bundeswehr keine Grundgesetzänderung braucht. Deshalb haben wir einen entsprechenden Änderungsantrag zum Bundeswehr-Sondervermögensgesetz eingebracht, der natürlich von der Altparteienmehrheit abgelehnt wurde. Ich halte von dieser Grundgesetzänderung gar nichts. Als Jurist kann ich daher diesem Sondervermögensgesetz eigentlich nicht zustimmen. Als AfD-Politiker bin ich aber unbedingt für eine Stärkung der Bundeswehr. So, wie habe ich es jetzt gemacht? Bei der Abstimmung über die Grundgesetzänderung habe ich mich enthalten. Das ist technisch wie eine Ablehnung, ermöglicht es mir aber, dem Bundeswehr-Sondervermögensgesetz selbst zuzustimmen, was ich dann auch getan habe. Wir alle in der AfD empfinden diesen Zwiespalt. Wir haben viel diskutiert und am Ende haben wir entschieden, die Abstimmung innerhalb unserer Fraktion freizugeben. Es sind nämlich auch noch andere Dinge zu bedenken. Und mit vielen meiner Freunde bin ich der Meinung, dass man genau prüfen muss, wofür wir in naher Zukunft Geld ausgeben. Denn die sozialen Umwälzungen angesichts der Energie- und Lebensmittelknappheit werden gewaltig werden.